Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Pressekonferenz der FPÖ im Hotel Landskron in Bruck an der Mur. Wie mache ich mein Auto winterfest? Wir haben uns informiert. Und Herbstfest der ÖVP Kapfenberg. Die FPÖ Steiermark präsentierte die Kampagne Asylchaos stoppen. Aber so einfach ist es nicht. Es genügt nicht, eine Stopptafel aufzustellen und schon werden die Asylsuchenden an den Grenzen gestoppt. Sie haben völlig recht. Wir unterscheiden als Freiheitliche zwischen denen, die wirklich Schutz brauchen, das sind nach der Genfer Flüchtlingskonvention Verfolgte, aber auch die Massenmigration, die wir in unserem Land nicht brauchen können. Wenn in einer Zeit einer Rekordarbeitslosigkeit über 500.000 Österreicher arbeitslos die Bundesregierung sozusagen einfach den Arbeitsmarkt öffnen will für alle Migranten, die da aus Afrika, aus Asien kommen, dann ist das das völlig falsche Signal und eigentlich die Aufgabe der österreichischen Arbeitslosen. Was sollen die machen? Die haben ja dann überhaupt keine Zukunft mehr. Und die Freiheitliche Partei als soziale Heimatpartei sagt klar und deutlich, wir treten in erster Linie für unsere Österreicher ein und nicht für all jene Wirtschaftsmigranten, die aus bestimmten Gründen nach Österreich kommen wollen, weil sie einfach in die sozialen Netze einwandern. In der steirischen FPÖ wird sich noch im Oktober ein Generationswechsel vollziehen. Kurzmann wird beim nächsten Landesparteitag in Bruck an der Mur an einen langjährigen Mitarbeiter sein Amt übergeben. Also wir haben seit über 3 Jahren diesen Generationenübergang, den wir vorbereitet haben. Ich bin mittlerweile über 60 und habe gesagt, es soll einer meiner engsten Mitkämpfer, der wirklich seit 7 Jahren mich als Landesparteisekretär begleitet hat, nämlich der Mario Kunasek, die Funktion des Landesparteiobmannes übernehmen. Ich bin jetzt nahezu ein Jahrzehnt an der Spitze der Freiheitlichen Partei gestanden und so wie überall, man nützt sich etwas im Amt ab. Ich fühle mich noch nicht alt genug, aber Faktum ist, die Freiheitliche Partei hat einen derartigen Aufstieg genommen und es ist jetzt die Aufgabe der Jüngeren, dafür zu sorgen, dass wir bei der nächsten Landtagswahl stimmstärkste Partei in der Steiermark werden, dann einen freiheitlichen Landeshauptmann stellen und das ist schon die Aufgabe der jüngeren Generation und deshalb gebe ich mein Amt am 17.10., am 17. Oktober an einen guten Nachfolger ab, der diesen Auftrag dann mitbekommt, die Freiheitliche Partei zur stärksten Partei in der Steiermark zu entwickeln. Mario Kunasek wird also die Funktion des Landesparteiobmannes innehaben. Die Aktivitäten nach der letzten Landtagswahl verheißen Intensität und Tempo. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Die FPÖ rüstet also jetzt schon für den Wahlkampf in 5 Jahren. Nein, ich würde das gar nicht Wahlkampf bezeichnen, sondern wir Freiheitliche haben in den letzten 5, aber auch eigentlich 10 Jahren schon immer versucht, bei den Menschen zu sein und auch entsprechend unterwegs zu sein. Das heißt, ja, es stimmt, das heurige Jahr war ein ganz besonderes Jahr mit der Gemeinderatswahl und dann mit der Landtagswahl. Aber im Endeffekt machen wir das, was wir immer tun, bei den Menschen sein, zuhören, auch die Probleme und Sorgen ernst nehmen. Und ja, die Wahlergebnisse der letzten Wahlen, Gemeinderatswahl, Landtagswahl, aber auch jetzt in Oberösterreich haben gezeigt, dass der Weg stimmt. Der Landtagsabgeordnete und Bezirksparteiobmann Hannes Amesbauer, immer für Zündstoff in der Landtagssitzung sorgend, vertritt vor allem auch die junge Generation in unserem Lande. Gerade die Jugend sieht mit großer Sorge in die Zukunft, einerseits was Probleme am Arbeitsmarkt betrifft, Ausbildungsplätze. Wir wissen, dass in der Steiermark viel zu wenig Lehrstellen vorhanden sind und viel zu viele Lehrstellensuchende keinen Arbeitsplatz finden. Probleme im Bildungsbereich, aber auch soziale Probleme und auch Probleme im Auskommen mit den vielen Asylwerbern, die hier bei uns sind. Alles in allem wurde bei dieser Pressekonferenz auch zu aktuellen politischen Entwicklungen Stellung genommen. Und wieder einmal betonte man die steirische Heimatpartei zu sein. Der Winter steht vor der Tür und um sicher in dieser Jahreszeit mit dem Auto zu fahren, muss man natürlich einige Vorkehrungen treffen. Aber auf was muss man denn genau achten, wenn man sein Auto winterfest machen will? In erster Linie natürlich einmal auf die Reifenprofildiffe, auf die Beleuchtungsanlage, auf Scheibenfrostschutz, auf Kühlerfrostschutz, auf Wischerblätter. Speziell die Reifen spielen eine sehr große Rolle. Viele wissen nicht, ob deren Reifen noch gut genug für den bevorstehenden Winter sind oder auf was sie besonders achten sollen beim Kauf von neuen Winterreifen. Beim Winterreifen ist es besonders wichtig, die Dimension und die Bauergeschwindigkeit zu achten. Die Mindestprofildiefe für einen Winterreifen sind 4 mm. Es gibt eigene Profildiefenmesser, mit denen man das kontrollieren kann und die Indikatoren natürlich für die Reifen. Wenn der Reifen abgefahren ist bis zum Indikator,
dann ist er fällig. Und sonst kommen sie am besten zu uns. Wir kontrollieren ihre Profiltiefe und schauen uns das ab, das passt. Aber auch andere Faktoren wie Batterie, Frostschutzmittel, Scheibenflüssigkeit oder die Lichtmaschine sollte man vor Wintereinbruch noch einmal genau kontrollieren lassen. Scheibenfrostschutz ist besonders wichtig wegen der Verschmierung für die Scheiben. Wenn man dann schlechte Winterwischerblätter hat und dazu noch zu wenig Frostschutz, dann hat man ein Problem. Ganz wichtig ist natürlich auch noch Lichtmaschine und Batterie. Die Batteriestärke und die Ladung natürlich von der Batterie. Wenn Sie keine volle Batterie haben, dann haben Sie Startschwierigkeiten, besonders im Winter, wenn es sehr kalt ist. Die Lichtmaschine muss die Batterie dementsprechend laden. Gibt es da auch Schwierigkeiten, zum Beispiel im Winter? Natürlich, werden die Batterien im Winter schwer belastet, die Lichtmaschine natürlich auch belastet durch Heckscheibenheizung, Gebläse und so weiter. Das Beste, was man tun kann, ist, das Auto prüfen zu lassen, um auch im Winter sicher an sein Ziel zu kommen. Hoch oben über Kapfenberg auf 950 Meter Seehöhe veranstaltete die ÖVP Kapfenberg das erste ÖVP Herbstfest. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Trippelmusi. Für Speis und Trank war natürlich auch bestens gesorgt. Wir haben da ein guter Jausen und ein Kotelett und Würstel. Mehlspeis haben wir selber gemacht. Hoch über Kapfenberg feiert die ÖVP Kapfenberg ein Herbstfestl. Warum macht man sowas? Naja, ganz einfach, dass man die Leute, was man in der Partei hat, zusammenhält und ein bisschen gemeinsam feiert, einfach das Gemeinschaftspflege, Freunde, Bekannte dazu und das passt. Und ich würde sagen, das ist ein kleines, aber ein Liebesfest. Ja, es war einfach, das ist das erste Mal heuer und wir werden das in Zukunft sicher weitermachen und es werden dann sicher mehr Leute kommen, weil wenn man draufkommt, wie Gast das ist, dann werden sicher mehr. Und ich habe gesehen, eine gute Musik habt ihr natürlich auch. Ja, die Trippelmusi, das ist ganz klar. Wenn wir einen brauchen, rufen wir den Trippel Harald an. Und der kommt in unterschiedlichster Besetzung. Aber super Musi. Ja, und du bist für den Sturm und für die Maroni zuständig? Ja, ganz klar. Zum Herbstbeginn darf natürlich ein guter Sturm und Maroni nicht fehlen. Und als Nachspeis der kulinarischen Speisen ist das natürlich perfekter Raum auf der Alm. Wie gefällt es dir da bei dem Herbstfestl? Es gibt nichts Schöneres, als wenn man eine Gemeinschaft hat und wirklich einmal sagt, die ÖVP macht was für die Leute und für die Gemeinschaft. Schöneres gibt es gar nicht. Es ist richtig angenehm da. Ja, und wenn die Trippelmusi spielt, dann ist das Fest natürlich wirklich richtig schön. Ja, das stimmt. Wir sind gern da herum auf der Petschenalm und es macht uns immer zur Freude, die Leute zu unterhalten. Wie lange gibt es denn die Trippelmusi schon? Ja, die gibt es schon eine Weile, das sind sicher schon 15 Jahre, aber wir haben uns immer ein bisschen umbesetzt, aber geben tut es ca. 15 Jahre, ja. Und da herum in luftiger Höhe spielen ist natürlich eine ganz eine schöne Geschichte. Das ist das Beste, was es gibt. Und das gefällt uns ganz besonders. Aber das ist die Stimmung auf der Alm, was Besseres gibt es nicht. Dieses Zusammensein stärkt und festigt das gute Miteinander. Weg mit dem Alltagsstress, gemütlich zusammensitzen und bei Sturm und Maroni so richtig feiern, den schönen Herbsttag genießen. Das war ein kleines, aber feines Herbstfest auf der Pötschenalm. Ab jetzt, MEMA.tv, auch auf Facebook. Ihr findet uns und unsere aktuellen Sendungen unter www.facebook.com/MEMA.tv. Wir warten auf eure Likes. Heute war es wechselhaft mit Sonne und Wolken bei Höchstwerten um die 13 Grad. Morgen gibt es wieder einen Mix aus Wolken und Sonne, es stellt sich aber ruhiges Herbstwetter ein. Die Tageshöchstwerte liegen bei 17 Grad.